zack, zack, zack. Zwei Spiele, 10 Tore. So kann 2020 doch gerne weitergehen. Jetzt kommt Union Berlin und bei Nobby im Studio sitzt ein Premierengast. 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Heimspiel für Borussia Dortmund. Es geht gegen Union Berlin und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Er ist nämlich zum ersten Mal hier bei mir auf der Couch und ich begrüße ihn ganz herzlich, Gio Reyner. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Gio, schon ein bisschen Deutsch ist schon da. Also ja, es ist so, dass Gio, glaube ich, sehr viel versteht, aber besser in Englisch antwortet. So machen wir es heute auch. Letzte Woche war deine Bundesliga-Premiere hier bei uns im wunderschönen Signal Iduna Park. Wie war es für dich, vor mehr als 81.000 Zuschauern zu spielen? Ich kann mir schon vorstellen, dass du ziemlich nervös warst, oder? Well, I made my debut against Augsburg, and that was only in front of 30,000, but the fans there were amazing. But when I came to warm up here, I knew that there was a chance that I was going to go in and it's much more intimidating and a little bit more scary than the Augsburg Stadium. But yeah, I knew once I got in the field, I just had to relax and play my game and with the teammates around me to help me. So yeah, I didn't get as many minutes. So, but now I know what it's like. I got settled in. Now I'm ready to keep on helping the team and get some more minutes. Yeah. In Augsburg am 18. Spieltag warst du ja schon zum ersten Mal mit dabei, bist auch zum ersten Mal aufgelaufen und wir glauben natürlich, dass der ein oder andere BVB-Fan Gio noch nicht so gut kennt, aber ihr wollt ihn natürlich kennenlernen. Giovanni Reyner, unsere Nummer 32, 17 Jahre jung, US-Amerikaner, einer fürs Mittelfeld, eines unserer Top-Talente, um das sich Talente-Coach Otto Addo kümmert. Gio ist jemand, der sehr, sehr weit ist, der mental auch fit ist und unter Stresssituationen Sachen abrufen kann, der wirklich sorglos spielt und mit einem gewissen Selbstbewusstsein, aber auch und dann trotzdem aber sehr, sehr bodenständig ist, außerhalb des Spielfeldes und gefällt mir sehr. Und das sind dann nur Details, die ich mit ihm bespreche, aber er macht schon sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie die weitere Entwicklung ist. Das sind wir alle. Bei seinem Bundesliga-Debüt in Augsburg ist Gio 17 Jahre, 2 Monate und 5 Tage alt. Und damit sogar etwas jünger als ein gewisser Christian Pulisic, als der das erste Mal in der Bundesliga ran durfte. Der eine wurde in seiner Dortmunder Zeit zum Kapitän der US-Nationalmannschaft. Der andere, Gio, wird seinen ganz eigenen Weg beim BVB gehen. Die ersten Schritte sehen auf jeden Fall schon mal echt gut aus. Ja, die ersten Schritte sehen nicht nur gut aus, sie sehen verdammt gut aus. Und das kann ich genau so unterschreiben. Ja, Fußball ist ja in Amerika nicht unbedingt die Nummer eins. Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Hast du auch andere Sportarten gemacht? Basketball, Football? Ja, until the age of probably 12 or 13, it was very even of the level that I played at with basketball and also football. Basketball. Played in New York City. I played in an organization called AAU, which is the most competitive for youth basketball there. So yeah, I really loved it. But of course, football was my passion and my number one always. So, and I think I was a little bit better at football. So it was a good decision that I... Hat ja auch super geklappt. Du bist erst 17 Jahre alt und das erst seit 2 Monaten, ist wirklich unfassbar. Da gehen die meisten noch zur Schule und du spielst schon Bundesliga. Das ist schon verrückt, oder? Yeah, it's crazy at times to think about. All my friends are in high school back home and I'm in Germany playing professional football right now in Bundesliga. So it's crazy, but I'm loving every minute of it. I'm enjoying it. I'm learning a lot, so. Yeah, I'm really happy right now. Das verstehe ich. Du bist letzten Sommer hier nach Dortmund gekommen, hast vorher für New York City FC gespielt und von der Weltstadt New York in die Fußballhauptstadt Dortmund. Was für Hoffnungen setzt du in diesen Schritt? Yeah, I mean, I learned a lot in New York and that was where I developed a lot and I learned a lot as a player and as a person, so they helped me get here to this amazing club. So just to really put myself in the team, help the team,
try to win titles, score goals, really any way I can help the team, learn a lot, learn the new language. Just really settle in. German is not easy, huh? No, it's nicht einfach. So, aber das ist gut. Yeah, ich lerne jetzt, so it's okay. But, macht es Spaß, Deutsch zu lernen? Yeah, it's okay. Nicht so Spaß, aber ich muss lernen. So. Tore schießen macht mehr Spaß. Ja, yeah, natürlich. Yeah. Dein Vater hat auch in der Bundesliga gespielt, für Bayer Leverkusen, auch für Wolfsburg. Wie sehr hat er dich beraten und wie sehr kann er dir helfen? Was hat er dir über Dortmund gesagt? Über Borussia? Well, he always said that the stadium before I came here was the craziest one he's ever played in. So he said he's never won here, but he always says he scored one time here. So as of right now, he has one more goal than me in the stadium. but I said I will get some more. So he's been through it all. He was a few years older than me when he came over from America. But he gives me tips. He teaches me so many things. So yeah, I'm really grateful that he had the same journey that I had. That I'm having right now, so yeah, it's much easier with his help. Otto Addo hat eben gesagt im Beitrag, dass du auch in Drucksituationen einfach perfekt reagierst. Du bist sorglos, selbstbewusst und ich glaube, das zeichnet einen außergewöhnlichen Fußballer in dem Alter aus, mit 17 Jahren. Yeah, I mean, it's always kind of been the way I've played. I've been very carefree, but in a good way. I've just tried to score goals, create for my team, and just be calm under pressure. I've always kind of played a few years up, so that's helped me developing here with the first team and getting more comfortable with it. But yeah, I have to play my game and be confident myself because I know I'm capable of being here, and that's why I'm here. So I just need to do my thing and be creative and play the way I know how to play. So. Jetzt ist ja Otto unser Top-Talente-Trainer. Wie hilft dir, dass du besser wirst? Yeah, he helps us in many, many ways. After every match day, we watch video, we analyze our game. In trainings, he gives us tips, but it's more just to make sure that everything is going well, everything is running smoothly, because he's kind of like a father figure to us, to the younger talents who need help, not only on the pitch, but off the pitch. So yeah, he's done a lot for me and the other younger guys, but yeah, it's been awesome. Toller Typ, Otto. Yeah, he's klasse. Awesome. He's a great guy. Ja, das ist so, muss ich auch sagen, ja. Ja, ich hoffe, dass du natürlich morgen im Stadion wieder zeigen kannst, was du alles kannst, dass du spielst gegen Union Berlin. Aber Vorsicht, Vorsicht, im Hinspiel gab es eine faustdicke Überraschung. Am Ende kann nur einer auf dem Platz zufrieden sein, der den BVB im Herzen trägt. Für Lucien Favres Spieler ist Berlin an diesem 31. August keine Reise wert. Der Aufsteiger schießt scharf in der alten Försterei. Einmal, zweimal, dreimal. Für den BVB trifft nur Paco Alcácer. Dritter Spieltag, Riesenrückschlag. Ein Stachel, der tief sitzt. Bis heute. Jadon Sancho gibt schon mal den Ton an für das Rückspiel in Dortmund. Next home game is gonna be against Union Berlin. We lost to them last time, so we need to get revenge. Dann müsste Nevin auch keine tröstenden Schulterklopfer mehr verteilen. Genau, es gibt hier in Union Berlin. Hört sich auch irgendwie toll an. Ja, ja. Jadon hat von Revanche gesprochen. Natürlich ist das richtig. Spürst du, dass in der Mannschaft beim Training vielleicht, dass die Mannschaft etwas gut machen möchte? Yeah, ever since not only this week, but ever since the trainings camp, we've been very motivated and training hard because we want to win the Bundesliga and we cannot drop points in this very tight title race. So, yeah, especially because we lost them last time, we know it's not going to be an easy game, but the whole team is ready to fight and give everything to get the 3 points. So, yeah, we're ready and we're motivated. Was machst du eigentlich vor einem Spiel, um cool zu bleiben, um ruhig zu bleiben? Es gibt ja viele, die haben Kopfhörer auf oder hören Musik. Und yeah. Wie laufen die Stunden bei dir vorm Spiel? I usually just relax, drink some water, of course, and stay hydrated and eat the right stuff. But on the way to the stadium, I usually just listen to music, but more relaxed music than
Was hörst du für Musik? So obviously some Drake. I love Drake. Yeah. He's probably worldwide the biggest rapper. Yes. And some Lil Baby and then some other rappers, but it doesn't really matter to me. I'm just more focused on the game and confident, so yeah. Jetzt hast du ja schon mal ein ganz wichtiges Etappenziel in deiner Karriere gepackt. Du hast die ersten Bundesliga-Minuten gespielt. Sicherlich etwas ganz Besonderes für dich. Was hast du noch für Ziele oder was sind die nächsten Ziele für dich? Yeah, I mean, I'm still so young, so I know it's gonna take time, but I have a lot of goals coming up in this season and throughout my career. So this season it's more just to, like I said before, help the team in any way I can, get minutes, hopefully score my first goals, my first assists. Tomorrow, first goal, please. Yeah, hopefully. We'll see. I will try. And of course, in the stadium would be special to score my first professional goal. Yeah. Very loud. G-O. Yeah. When I got substituted on and I ran on, I heard a little bit and I was a bit emotional, but overwhelmed with all the fans and it was crazy. But yeah, just to help the team score goals, get assists, do everything, work hard defensively, of course, as well. And just try to win the Bundesliga this year. Sehr schön. Also wirklich ein toller Junge, ein überragender Junge. Und da werden wir garantiert noch sehr, sehr viel Spaß haben. Aber jetzt wird es für ihn richtig schwer. Jetzt geht's in den Fight. Nobby gegen Gio. Tor oder kein Tor? Oh, Tomasz Rosicki, ist das richtig? Nein. I don't think Nelson so. Valdez? Nein. Wer ist das denn? Ach, vielleicht ist das Mo? Nein. No, hier kriegst du auch keine Antwort. Das ist so, nicht Mo. Ist nicht Mo. It's a few years before. Okay, ich würde sagen 3, 2, 1. Ich glaube auch nicht, dass der in die reingeht. Mal gucken, wer das ist. I was too young. I don't think I was. Good goal. Ach, Nelson Valdez, habe ich doch gesagt. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich ja gesagt. I'm ready, I think. 3, 2, 1. I think no goal this time. This is, I don't know. 3, 2, 1. Sollte ich ausgleichen? Sollte ich ausgleichen? Bitte geh rein. Bitte, bitte. I think it goes in actually. Yeah. I knew it. Ja. Ausgleich. Jetzt bin ich wieder genau in der Spur. Ich kann es also doch noch packen bis Ende der Saison. Gio möchte mir garantiert gratulieren und sagen, hast du toll gemacht, Novi. Ja. Next time. Also schickt weiter auf jeden Fall eure Szenen ein. Ihr habt gesehen, am Ende war die letzte Szene die wichtigste. Die hat zum Ausgleich für mich gereicht. Wir haben auch wieder ein wunderschönes Bild gemacht. Das ist von letzter Woche, das von Thorgan Hazard. Das unterschreibe ich mal. Das könnt ihr natürlich wie jede Woche ersteigern auf unserer Internetseite, auf bvb.de. Auch Gio und ich haben ein wunderschönes Bild gemacht und das gibt es nächste Woche zu ersteigern. Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, am Freitag war ich noch bei einem ganz besonderen Geburtstag. Mein Chef, also der Chef vom Ältestenrat, Wolfgang Paul, hatte Geburtstag. Um 12 Uhr waren wir natürlich alle bei ihm und haben ihm im Stadion gratuliert. Wenn man diesen 80. Geburtstag im Kreise der eigenen und der schwarz-gelben Familie feiern kann gemeinsam. Was bedeutet das einem? Bedeutet mir ganz viel, weil ich immer Borussia geblieben bin. Wenn ich sehe, wenn Sie mal weiter gucken, da hinten ist ein Bild, da sind die 66
Mannschaft drauf. Da sind wir noch mit 3 Leuten. Und da muss man wirklich sagen, dass wir im Leben Glück gehabt haben. Von der ganzen Mentalität her. Sagen wir, einmal Borussia, immer Borussia. Ein echter, ein wahrer Borussia. Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Europapokalsieger. Ja, Wolfgang, einfach nur toll. Und Gio, bevor du jetzt gleich gehst, du bist US-Amerikaner und ja. Am Sonntag das Spiel aller Spiele findet statt. Der Super Bowl findet statt. Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers. Was glaubst du, wer hat die Nase von und hast du für einen der beiden Teams Sympathien? Yeah, well, unfortunately, I don't think I'll be able to watch, but I think the Kansas City Chiefs will win. I think Patrick Mahomes is the best quarterback, so I think their offense will be able to beat the 49ers' good defense. But yeah, it's a very, very big day in America, and nobody really does anything else besides just watch the Super Bowl and eat food. So you looked the game in the night? I don't know. We have Pokal Tuesday, so it's better that I think I will have to rest and stay in bed, but. We'll see. Maybe second half I will wake up for a little bit, but yeah, I'm more of an NBA fan. In the morning, so. NTV. Yeah, in the morning I will see highlights. CNN oder CNN. Yeah, exactly. Okay, ja, das war's heute vom Feiertagsmagazin mit einem super sympathischen Gio Reyna und wir sind echt stolz, dass er hier ist. Drücken dir alle Daumen, dass du vor allen Dingen gesund bleibst und hoffentlich bald dein erstes Tor für den BVB. Yeah. Das war's. Tschüss, macht's gut. Drückt unseren Jungs die Daumen. Bis dahin, euer Nobby und Gio.